Kirche. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, da ist er, euer Michael und hier sagt euer Harry, ne, aus Karl-Marx-Stadt. Ja, in dem wunderschönen Sachsen-Anhalt. Ja, dort, wo die Hexen irgendwo zu Hause sind. Also manche sitzen ja auch in Berlin, manche Hexen. Also ihr wisst ja, am Anfang muss immer wieder Satire sein. Ja, ich bin heute in Wernigerode. Ja, und wir lassen uns mal überraschen, wie das so wird hier. Ja, ist natürlich auch Gegenprotest von Harz ist bunt. Also eigentlich ist der Harz ziemlich braun jetzt in der Jahreszeit. Und auch ziemlich grün. Ja, neben mir hatte ich hier gleich mal einen ersten Interviewpartner hier. Genau, ja. Ja, den kennt ihr bestimmt. Ja. Und erzähl mal, was passiert denn heute so bei euch? Also, ja. Ich bin ja nur 500 Kilometer von hier. Erzähl mal, was passiert denn heute? Ja, also, wir machen Spazierungen für schöne Wohnungen, für Frieden und Freiheit, für Selbstbestimmung und für Liebe. Und ach, das gibt's nur für Wahrheit, für die Kinder, alles Mögliche. Ja, da lassen wir uns mal überraschen, wir sind ja eigentlich gegen nur mal Leute. Gegen uns dann, sag ich mal so, ja, für Selbstbestimmung. Wie hieß das? Wir kommen zuschauen, also wir gehen mal her. Ich bin nicht ja, 8 Kilometer haben sie mir gesagt. 8 Kilometer haben da. Ein Glück, dass ich vorher eine Bockwurst gegessen habe. Ne? Ja, also lassen wir uns mal überraschen. Drüben haben wir natürlich auch eine Gegenveranstaltung. Und zwar von, was ist das? Bündnis für Zivilcourage. Die einfach mal gucken. Ne? Hier circa in Wernigerode, ja, sagen wir mal 250 bis 300 Bürger und Bürgerinnen hier zum Spazieren. Ja, und wir warten einfach mal ab, bis es losgeht. Da wird gewunken, willst du auch was sagen? Was soll man sagen? Ja, aber Vorsicht, keine bösen Worte. Wir sind hier für Widerstand gegen die Impfpflicht. Okay, Jürgi. Peter. Ja, und wir warten einfach mal, jetzt machen wir erstmal hier die Batterie wieder ein bisschen aus. Ja, wir warten, bis es losgeht. Also, wie gesagt, 250 bis 300, sage ich jetzt mal. Oder sagen wir 200. Ja, wir warten einfach mal ab, wie es wird. Und ja. Ja, ich sage natürlich einen wunderschönen guten Abend an alle Zuschauer hier. Ja, Werbung in eigener Sache, wenn es euch gefällt, was ich so mache, folgt mir auf meinen Kanälen. Und wenn ihr 1-2 Millionen übrig habt, ihr wisst, jede Million zählt, nee, Quatsch, jeder Euro zählt, würde ich mich natürlich freuen. Und ne, ja, danke. Ja, also es ist relativ frisch. Ich hoffe, Ton und Bild ist soweit ganz gut. Yeah.
Christian Strippen hier von der Geistung sagt. Ja, wir werden sehen, wie das hier sich entwickelt, wann es losgeht mit Spazieren. Meine lieben Zuschauer, der Demo ist auch mit dabei. Da sehe ich schon. Ich will demnächst leider. Ja, es ist 24 Kanäle wirklich. Davon die bulgarische und die serbische. So, meine Lieben, jetzt geht's los. Ich hoffe, bei mir ist kalt. Und wenn ich an die 8 Kilometer denke. Yeah.
Quatsch, hier um halb zwei war es. Ja, ja, ja. Und kommen immer noch ein paar dazu. Mindestens genau. Ja, für alle neu zugeschaltete Zuschauer, euer Micha, gestern noch in Tschechien, ja, heute wieder in Deutschland, jetzt im wunderschönen Sachsen-Anhalt, das war in Wernigerode, wo Bürger und Bürgerinnen, ja, friedlich spazieren gehen. Ja, einfach mal stehen gelassen. Ja, Wernigerode ist spaziert. So, nochmal ganz kurz zurück. Ich muss meine Kamera abwischen. Ah!
Abend kommt an zur Spitze des Zuges. Und jetzt zeigt euch mal die ganze Geschichte, wie viele große Menschen das hier sind, die wir haben. Ja, Flo, ist es jetzt besser? So, jetzt sollte der Ton aber perfekt sein, oder? Warum? Was, sechste Doppelte? Natürlich, der Harry Hirsch aus Kamarkstadt. Heute im wunderschönen Harz, genau. So, jetzt sollte es aber besser sein, oder?
unserer Krawalle. Das fetzen wir bitte. Ja, seht ihr, wie glücklich der ist? Also liebe Mädels da draußen, kauft unseren Silvio eine Hupe und der ist glücklich. Meine lieben Zuschauer, also eine kurze Zahl, also nicht mit 250, sondern circa 400 Bürger und Bürgerinnen. Ja, ich würde gerne an die Leute zu bewerben. Bist du noch welche? Alle, die von Freiheit träumen. Wir halten uns hier über Erdbeeren mit Schlagsahne und ihr wisst schon die Werbung. Das hat so geprickelt in die Bauchnabel. Ne? Ja.
tatsächlich aus der Geschichte genommen. Den gültigen Termin. Ja, meine Lieben, Werbung in einer Fortsache. Wenn es euch gefällt, was ich so mache, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt. Bankverbindung findet ihr unten im Kanal. Dankeschön schon mal. Und jetzt lassen wir die Bilder hier aus Wernigerode für Sie sprechen. So. Also wieder vorne. Hä? Bitte. Das ist ein Tropfisch. Ich hab jetzt auch noch schon gesehen. Hä? Ja, am Anfang war bei mir so tot um die Scheiße, da muss ich das Mikrofon rausziehen, keine Ahnung warum. Und da habe ich jetzt so das Mikrofon abgelegt. Was schon. Warte mal bitte hier von der Seite. Ja. Also, jetzt weiß ich, was du dir zum Geburtstag schenkst, sowas hier. Ja, richtig. Und sowas Großes. Ja. Oh, aber kann man sagen. Ja, hier unser Silvio, hier der Krawallwurzel.
Thank you.
Linda. Grüß dich.
Meine Lieben, ihr seht, circa, wir hatten nochmal gezählt, also mir hat jemand die Zahlen gegeben, 415 bis 420 Bürger und Bürgerinnen vor uns waren es bei der Zählung hier in Wernigerode. Ja, wenn es euch gefällt, was ich mache, Werbung in eigener Sache, folgt auf meinen Kanälen. Ja, ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen, jede Million zählt, ihr wisst. Euer Micha braucht einen Hubschrauber, dass er von A nach B kann. Nee, Quatsch, jeder Euro zählt. Ich sag schon mal danke dafür. Bankverbindung findet ihr unten im Stream. Und jetzt lassen wir ja, die Bilder aus Wernigerode für sich sprechen. Sie erfüllen ihre Pflicht. Da sind die, die es wirklich glauben, andere lügen ins Gesicht. Wenn sie wie die Marionetten ihren Auftrag erfüllen, dann fragt sich, sind sie noch zu retten, ob sie irgendetwas will. Ich frag mich, wer und was macht sie? Bürger und Bürgerinnen hier in Wernigerode friedlich auf der Straße. Yeah!
Einen wunderschönen guten Abend an alle den euch zugeschalteten Zuschauer hier bei eurem Micha oder wie ihr zu mir sagt, bei eurem Harry Hirsch unterwegs in Deutschland. Ja, ich bin im wunderschönen Wernigerode, wo die Bürger und Bürgerinnen ca. 415 Bürger spazieren gehen und alles friedlich.
Unterwegs im wunderschönen Deutschland, heute in der Stadt Harz, wo ca. 420 Bürger und Bürgerinnen friedlich einfach mal spazieren gehen. Ja, und das Ganze wird begleitet von der Polizei hier in Wernigerode. Thank you.
Ne? Ich noch ja, bitte. Thank you.
und löffnet ihr, was ihr filmt. Warte. Da. Ach so, gut, alles klar. War doch schon. Seht ihr, die älteren Leute, die nicht mitgehen können hier in Wernigerode, stehen daneben und applaudieren den Bürgern, die hier friedlich spazieren gehen. Thank you.
auf 24 Kanäle. 24 Kanäle. Warte. Und nicht in den Mainstreams, ne? Oh ja. Ja? Auf ARD, ZDF, MDR, ja. RBL, Spiegel TV. Hat man dabei. Ja. Ja. Spaß muss das sein. Und noch eine? Ja, warte. Gerne. Ach, ja. Das ist jetzt schon, ist Livestream. Seht ihr hier die jungen Mädels hier? Ich schätze nicht älter als 24, ich zeig's euch mal. Seht ihr? Jetzt habe ich was gut bei denen. Spaß muss sein. Ja, wenn es euch gefällt, was euer Micha hier so macht, ihr euer Harry Hirsch, ja, dann folgt mir auf den Kanälen. Ja, ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt. Danke schon mal. Euer 24 war schön. Dann ja. Muss ich nochmal alles machen. Das sag mal. Nochmal Kinder kriegen und Kinder erziehen und nochmal so lange arbeiten. Ja, ach ja, ich bin doof. Jetzt sind keine Kinder mehr. Nee, also sag mal, 28, 29, das ist ein schönes Alter. Ehrlich, ja? Ja, das hat gepasst. 28 so bis 34, das ist okay. Aber jetzt noch ein paar Jahre und dann die 50 anzufangen. Ja, das ist die jetzt so. Nee. Wenn ich dann denke, doch, noch 5 Jahre und dann 50. Ach nee. Das, nee. Seht ihr, so ist das. Micha geht straff auf die 50 zu. Genau, MDR, Michas Direktor Rundfunk. Genau, ja. Ja, euer Harry Hirsch unterwegs in Deutschland.
Aber die Berliner ist ja egal. Ja, die sind ja jetzt sozialistisch. Also Hügel mit Hügel, ich meine, das ist ja was aussieht, weil der Teil ist richtig.
Nee, hier, nehmt ihr ruhig hier raus. Ja. Das ist das? Ja. Kanäle, wo ich jetzt stream, ja. Guckst du zu ihm nach? Bei YouTube? YouTube, Twitch, VK, zwei bulgarische Fernsehsender, ein serbischer Fernsehsender und alle normalen Plattformen. Der Team Heimat sagt ja auch was, ne? Meinst du Kasten? Meinst du Kasten Jahren oder was? Team Heimat, er ist Team Heimat, im Kasten. Ja. Ja, achso, Kasten. Achso, ja, ja. Ja, ich will. Am Samstag war er in Quedlinburg. Ja, ja, ich weiß. Aber da war nicht so viel los. Du nutzt dich doch mal ein bisschen Rennen. Ja. Jo, danke. Thank you.
so. Investiert. Wie bitte? Langsam mal in so Koppel investiert, die in der Schellenbaum einstellen. Ja, nee. Ich habe das sonst immer so eine andere Kamera. Ja. So eine Schulterkamera. Ah. Die ist noch ein bisschen schwerer, aber ja. Nach und nach. Also, jeden Montag um 19 Uhr am Angerparkplatz in Lenningrode für Frieden, Freiheit, für Selbstbestimmung, gegen Spaltung und für Zusammenhalt. Juppie, ihr habt es gehört, das war unser HG-Hirsch-Assistent. Richtig? Ja, genau, das ist der Mann, der zum Geburtstag ein Megafon kriegt, weil denn das so viel Spaß macht. Auf jeden Fall, mich auch. Na dann, gerade Frische. Auf jeden Fall. So, Kamera-Crasher. Ich sag Kamera-Crasher. Oh ja, das hat ja cool gemacht. Geil. Ja. So, also, jetzt laufen. Wir müssen runter noch 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, aber geht noch. Wir wollen aber mal in die Pause. Schön. Meinst du, da vorne steht, ist dann der Glühweinstand? Und der Oster und oh. Aber schön, dass du da ja. Also, wenn du hier ist es gut. Ja, 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 ist nicht viel falsch. Jetzt mehr. Ja, meine Lieben, ihr seht, die Bürger und Bürgerinnen hier in Wernigerode, alle schicki, spazieren friedlich, drei Polizeiautos, eins vorne, eins hinten und eins ab und zu an der Seite, die die Straße ein bisschen absperren. Yeah.
Hallo, grüß dich. Lieber noch Grüße aus Wernigerode nach München. Seid gegrüßt. Ja, lieber Flo, danke für die Worte.
Ja, meine Lieben, wir sind jetzt auf dem Markt angekommen. Meine Lieben, es hat sich ein bisschen entzerrt. Ja. Ja, euer Micha unterwegs in Deutschland, hier in Halberstadt. Halberstadt sage ich. Quatsch, stopp, löschen, zurückspulen. Natürlich in Wernigerode. So rum war es. Wie komme ich jetzt auf Halberstadt? Keine Ahnung. Thank you.
seht ihr, wir haben die Polizei gesucht. Ja, hier drüben ist er. Also, ja. Unterwegs in Deutschland, im wunderschönen Wernigerode, ihr seht, wo die Bürger friedlich spazieren gehen, circa 420. Ja, Flo, jeder ist ersetzbar, auch euer Harry Hirsch, aber bei einer ganz bestimmten Frau bin ich nicht ersetzbar. Ja, wir nähern uns wieder zum Ausgangspunkt. Ja, also der liebe Silvio, der hier von hier kommt, hat mir gesagt, Micha, es waren knapp 8 Kilometer, also na super, das schreit er nach einem Kaffee und nach einer Bockwurst an der Tankstelle. Ja, also dann erstmal was essen, ich habe schon wieder Hunger. Aber euer Micha hat einen Powerdrink mitgenommen, weil ja, ich habe 2 Stiegen, also das sind jetzt 48 Büchsen mit Energy Drink, verschiedene Geschmacksrichtungen. Danke nochmal an Herrn X. ein Unternehmer in Chemnitz, der gesagt hat, Micha, hör mal zu, trink nicht so viel Kaffee, wenn du unterwegs bist. Hier, trink einen Energy Drink, der passt aus. Danke für die 48 Büchsen. Lecker, lecker. Seht ihr, aus solcher Unterstützung, da freue ich mich wie ein Wilder. Ja, schmiert ihr mal eine Stulle, Flo? Nee. Aber ich hab's bestellt. Mal sehen. Wenn ich Glück habe, bis Freitag kommt meine Kaffeemaschine. Weil, ja, ich habe mir eine Kaffeemaschine bestellt. 12 Volt fürs Auto. Genial. Also auf dem Beifahrersitz, auf der Autobahn dann so ganz schnell während der Fahrt Kaffee trinken. Und kochen? Nee, natürlich auf dem Parkplatz. Ja, weil ich habe mir gedacht, ich bin so oft unterwegs. Jedes Mal 2,50 Euro, 3 Euro, 4 Euro für Kaffee ausgeben. Muss nicht sein. Du hast dir so eine 12 Volt Kaffeemaschine. So eine PET-Maschine, lecker ist es und man spart. So, wir kommen jetzt ganz gemütlich wieder zum Ausgangspunkt da vorne. War, glaube ich, irgendwo. Und naja, 8 Kilometer gelaufen, dann Kaffee, dann Bockwurst und dann 246 Kilometer wieder zurück nach Chemnitz. Da muss er durch, als durch. Der Micha, wenn er frisch werden will, genau. Euer Harry Hirsch, euer Rasenreporter.
Ja, hier, jetzt zeig mal, mach ein bisschen Kultur. Guckt euch die wunderschöne Stadt an in Wernigerode einfach. Ja, schön. Ja, hier sieht es gut aus, hier zur alten Brennerei. Schnitzelhaus, Restaurant, Biergarten. Ja, hier bleibe ich, hier wohne ich, hier ziehe ich ein, nee, Quatsch. Ja, also wie gesagt, wenn ihr mal Lust und Laune habt, fahrt einfach mal in Harz nach Wernigerode. Wunderschöne Altstadt, nette Leute, nur zu empfehlen. Am besten an dem Montag, da könnt ihr mit spazieren gehen. Ja, seht ihr, hier hängt jemand, ja, die Hexe, ja, ja, wer das wohl ist. Da vorne die Vorhut, das ist jetzt ganz da hinten die Nachhut, aber Michael ist wieder viel zu schnell. Ja, wir machen jetzt erst wieder auf den großen, großen Parkplatz hier, warten bis alle ankommen und dann soll es das gewesen sein. Ja, einfach mal schön eine andere Stadt, einfach mal gucken, wie da die Leute so ticken, wie viele Leute da sind. Ja, nicht immer am selben Ort. Mir macht es Spaß, mit den Bürgern und Bürgerinnen auch ins Gespräch zu kommen. So. Und für die Gesundheit macht euer Mischer auch was. Die frische Luft ist immer gut. Und ja, vielleicht geht mein Bauch da weg. Hoffen wir es mal. Ja, die Vorhut ist da. Ja, die andere kommt noch da hinten. Ne? Oder es triefelt sich langsam auf, löst sich auf, werden wir sehen. Ich bleibe noch ein paar Minuten online. Bitte, bitte. Ja.
So, meine Lieben, ich sag da mal Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Euer Micha, unterwegs in Deutschland. Wenn es euch gefällt, was ich so mache, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen. Ihr wisst, jeder Euro zählt. Und danke, danke. Ja, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee da hinter mir. Hier, da, da hinten. Ne? Lecker Tankstelle, Kaffee, Bockwurst. Und dann ab 246 Kilometer zurück nach Chemnitz. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, euer Micha. Oder wie ihr zu mir sagt, euer Harry Hirsch aus Karl-Marx-Stadt. Tschüss.